Es ist wieder einmal Derby-Zeit. Ich begrüße Sie sehr herzlich bei der ORF-Live-Übertragung des 226. Derbys zwischen Austria und Rapid. Die Bilanz, die spricht eindeutig für die Hütteldorfer und auch in der Tabelle sind sie zurzeit vorne. Aber es führt natürlich Tirol mit bisher 14 Punkten vor dem GAK. Der GAK hätte allerdings die Möglichkeit, heute mit einem Erfolg über Bregenz die Tabellenführung zu übernehmen. Rapid liegt an 5. Stelle mit zurzeit 10 Punkten. Die Austria ist 8. mit zurzeit 6 Punkten. Allerdings bei Rapid ist die Lage brisant, bei der Austria hingegen ist einige Ruhe eingekehrt. Die jüngsten Ergebnisse haben Hütteldorf in Wallungen gebracht. Bei der Austria ist die Stimmung kalmiert, auch durch den neuen Spielmacher, durch Janoczko, der zurzeit noch deutlich über sein Pendant bei Rapid, nämlich Brisch, zu stellen ist. Bei der Austria dreht sich zurzeit alles um ihn, Wladimir Janoczko. Der 25-jährige Slowake zieht seit heuer die Fäden im Mittelfeld der Wiener und ist zum einen viele Ari Hahns bester Einkauf. Dabei beginnt seine Zeit bei der Austria alles andere als rosig. Gleich beim Debüt gegen Salzburg verschießt Janoczko einen Elfer. Das hat wehgetan und der Austria 3 Punkte gekostet. Noch einmal wird mir das nicht mehr passieren. Gegen Admira letzte Woche schießt Janoczko seine ersten beiden Tore für die Austria. Janoczko ist der Spielmacher. Sehr viel Deutsch spreche ich noch nicht, aber das ist nicht so wichtig, denn was der Trainer von mir will, das verstehe ich schon. Außerdem habe ich Peter Lehrand, der kann mir alles übersetzen. Selbes gilt bei Rapid für Mario Brisch. Der 23-jährige Kroate spielt letzte Saison im UEFA Cup mit Osijek noch gegen die Hütteldorfer, ist mit seinen Passes hauptverantwortlich für Rapids Niederlage. Für Grün-Weiß trifft Brisch erst einmal, auch weil er in Hütteldorf auf einer anderen Position spielt. Ich spiele eigentlich lieber zentral, hinter den Spitzen. Glaube auch, dass ich dort gefährlicher bin. Aber der Trainer entscheidet, so spiele ich zurzeit rechts. Wie auch immer, Brisch und Janoczko werden ihren Weg machen. Und alle, die glauben, dass der Austrianer nie lacht, seien hier eines Besseren belehrt. Ja, und wir werden sehen, wer heute hier nach diesem Derby lacht. Ich begrüße die beiden Sportdirektoren und Trainer bei mir, Ernst Dokopil und Ari Hahn. Beginnen wir gleich mit dem Gast. Nach den jüngsten Ereignissen, Herr Dokopil, sind Sie ein bisschen angespannter vor diesem Match als sonst? Ja, sicher. Es war für dieses Spiel keine gute Vorbereitung. Wir hatten die Probleme in San Marino. Wir waren auswärts, wir hatten noch ein Spiel dazwischen. Natürlich ist man ein bisschen angespannter. Wie sehen Sie jetzt persönlich Ihre Lage vor diesem Spiel? Geht Ihnen das auch persönlich nahe? Sie haben zuletzt einmal gesagt, nein, eigentlich berührt es mich persönlich nicht. Aber ein bisschen wirken Sie doch so, als müssten Sie diese Situation erst verkraften. Ja, hier geht es um Rapid. Und dass das Ganze schlecht ist für Rapid, das ist keine Frage. Und wenn es schlecht ist für Rapid, dann ist es auch schlecht für mich. Sie wirken etwas ruhiger. Die Situation nach diesem Erfolg bei Admira, bei der Austria entspannt? Ich glaube, wir waren die ganze Zeit entspannt, weil wir ja gewusst haben, wo wir hinwollen und dass die erste Zeit sehr schwer sein würde für jeden von uns. Das haben wir einkalkuliert. Nur, wir haben natürlich nicht damit gerechnet, dass wir zweimal mit 2-0 führen und 11 Meter verschießen. Dann hätten wir schon ein bisschen besser da gestanden, aber auf jeden Fall, wir haben ein bisschen mitgerechnet mit der Situation. Herr Dokopil, glauben Sie, dass sich die Mannschaft heute auch für Sie zerreißt? Die Mannschaft braucht mich nicht für mich zu zerreißen, denn sie spielt für Rapid und das ist eigentlich Grund genug, sich zu zerreißen und ich glaube, so etwas ist nicht notwendig. Wie gehen Sie mit dieser Situation um beim Gegner? Berührt das auch die Vorbereitungen in der Austria? Haben Sie da speziell gewarnt, dass ein angeschlagener Gegner besonders gefährlich sein könnte? Ja, meistens ist das so. Es berührt uns nicht in dem Sinn, aber wir kriegen natürlich alles mit. Und in dem Sinn sind alle damit beschäftigt bei uns. Und wir wissen auch ganz genau, dass in so einer Situation eine Mannschaft öfters mal aus sich heraus ragen kann. Und wir müssen versuchen, dass das heute nicht passiert. Sie haben angekündigt, dass das nicht passiert. Sie haben angekündigt, dass Sie heute nicht nur auf der Bank sitzen werden, sondern dass Rapid auch gewinnt. Warum?
Ja, es ist oft in solchen Situationen, wie es Dario schon gesagt hat, dass eine Mannschaft über sich hinaus wächst, dass plötzlich Kräfte frei werden. Wenn man ein bisschen Glück im Spiel auch hat, dann kann so etwas passieren. Und damit rechnen Sie? Ich hoffe es. Die Austria gilt aber allgemein als Favorit. Wo würden Sie die Vorzüge Ihrer Mannschaft sehen? Ich glaube, spielerisch. Wir haben eine spielerisch starke Mannschaft zusammen jetzt, die noch mehr zusammenwachsen muss. Und wir haben einen Gegner, der ja mehr Kampfkraft hat wie unsere. Das haben wir gesagt, wir müssen aber spielerische Elemente setzen, und, um die Rapid zu schlagen. Das werden Sie versuchen. Sehen Sie jetzt Ihre persönliche Situation heute auch an das Ergebnis gebunden? Sollte es eine Niederlage für Rapid geben, könnte sich dann die sportliche Leitung verändern? Nein. Glauben Sie nicht? Nein. Bleibt alles so, wie es ist. Ja. Bei der Austria ist Frank Stornack heute im Stadion. Da steht die Mannschaft immer besonders unter Druck, weil man ja dem Big Spender zeigen möchte, wie gut die Mannschaft geworden ist. Spüren Sie das auch ein bisschen? Nee, wir haben nicht darüber geredet. Ich glaube, wir haben letzte Zeit bewiesen, dass die Mannschaft gut arbeitet, dass auch gut in die Spiele hineingeht. Und ich glaube, das machen die heute auch. Und es ist egal, wer auf der Tribüne sitzt. Und es wäre auch nicht gut, wenn es nicht so wäre, weil das wäre ja, er ist öfters nicht da und dann wäre die Mannschaft nicht gut spielen. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite zu diesem 226. großen Wiener Derby oder der großen Wiener Fußballschau, die sich derzeit von der Tabelle her zwischen den Plätzen 5 und 8 abspielt und man könnte fast sagen, derzeit ein bisschen überschattet wird von der Situation bei Rapid. Sozusagen Club gegen Fans, Unruhe auch in der Mannschaft. Natürlich, der Trainer Ernst Okopil hat seinen Rücktritt angeboten, sitzt heute natürlich auf der Bank. Also da ist einiges los und der lachende Dritte sozusagen, der könnte heute die Wiener Austria sein, Ari Hahn. Natürlich glücklich, dass die Negativschlagzeilen vor diesem Derby dem Gegner gehört haben. Gleichzeitig hat er mit seiner Mannschaft zuletzt vor einer Woche den ersten Saisonerfolg eingefahren und dadurch hat natürlich die Mannschaft viel von dem Druck von sich nehmen können von letzter Zeit. Was spricht heute noch für die Austria? Dass Rapid hier im Horststadion zum letzten Mal vor 15 Jahren ein Derby gewonnen hat. 8 hat es an der Zahl gegeben. Hier im Horststadion nur einmal hat Rapid gewonnen und ist wie gesagt schon eine ganze Zeit lang her. So. Genug jetzt allerdings der Ausgangssituation. Jetzt wollen wir uns ansehen, wer heute von den beiden Trainern für dieses Derby aufgeboten ist. Wir beginnen natürlich mit der Heimmannschaft. Das ist Austria Memphis Wien. Im Tor mit Nationalkeeper Franz Wohlfahrt, dann wohl doch mit Viererkette Trojanski, Hieden, Hopfer und Dospel zurück. In der Mannschaft war er zuletzt gesperrt nach Gelbrot in Ried und er heute also wieder in der Viererkette hinten mit dabei. Dann haben wir im Mittelfeld sozusagen drei Mann mit wechselnden Aufgaben, nämlich Saraj links, Pavlovic rechts und Michi Wagner in der Mitte. Die müssen nach vorne und nach hinten was tun. Janoczko sozusagen der Freigeist vor den beiden Sturmspitzen. Die heißen heute wieder Datoro und Meierleb. Natürlich der große Derby-Schreck, der bei den letzten drei Aufeinandertreffen hier im Horststadion jeweils gegen Rapid getroffen hat. Nationalstürmer Christian Meierle. Also ohne große Überraschungen die Startformation von Ari Hahn. Und wir schauen uns jetzt die Mannschaft von Rapid an. Eines vorweggenommen, keine einzige Neuerwerbung heute mit dabei, also doch einige Umstellungen. Ladislav Meier im Tor, Zingler, Ratajczyk und Peter Schöttl die Abwehrreihen. Ja, und der Rapid-Kapitän hat in letzter Zeit wirklich einiges zu tun gehabt. Selber hat er Sorgen an der Patellasehne und dazu gab es auch akustisch mit Fans und mit Trainer und Vorstand einiges zu debattieren. Schwerarbeit in den letzten Tagen für Peter Schöttl. Aufgeboten im Mittelfeld, dicht gestaffelt bei den grün-weißen Lagonikakis heute wieder mal von Beginn an dabei. Sala, Jasic in der Mitte, Freund und rechts dann Taument. Und vorne Wallner und erstmals in der Bundesliga vom Beginn an heute dabei. René Wagner nach seiner schweren Verletzung, Operation, hat er schon in San Marino von Beginn an gespielt. Heute also erstmals auch wieder in der Bundesliga. Von Beginn an bei Grün-Weiß vorne im Angriff. Der Torschützenkönig aus seiner ersten Saison hier in Hütteldorf 96-97. Also wir haben Ihnen die Akteure beim Wiener Derby Auflage 226 vorgestellt. Und das die bestens besetzten Ränge
hier im Horststadion. Gut und gern 10.000 Fans werden heute erwartet. Ja, und das ist so etwas wie ein kleiner Streik, kleiner Boykott. Das sind Rapid-Fans, die sich noch außerhalb des Stadions befinden. Ohnehin nur ganz wenige hier angemeldet. Und man will so quasi als Protestnote hier erst nach 10 Minuten hereinkommen. Also auch beim dritten Spiel hintereinander ein deutliches Zeichen der Fans in Richtung Mannschaft. Fritz Stuchlik heute mit der Leitung dieses Schlagers betraut, wird ganz bestimmt keine leichte Aufgabe für ihn. Viele, viele Emotionen, auch viele Sicherheitskräfte heute aufgeboten. Natürlich, weil es zuletzt die Ausschreitungen gegeben hat. Sie kennen ja die Vorfälle nach oder während des GRK-Spiels beim 0:4 und es hat eben auch in San Marino noch was gegeben, hinterm Stadion draußen. Ja, und so sehr man eigentlich im Vorfeld oder zu Beginn dieser Saison gegen die Wiener Austria gewettert hat, die Mannschaft teuer, spielt nicht gut, macht keine Punkte. Der Sessel von Ari Hahn war zumindest der Ball schon ein bisschen zum Wackeln freigegeben. Jetzt scheint der Holländer deutlich stabiler seinen Job inne zu haben als sein Pendant auf grün-weißer Seite als Ernst Dokupi. Beste Bedingungen heute, herrlicher Sonnenschein und nicht allzu heiß unten. Und Frank Stronach soll heute hier sein und wird sich mal genau ansehen, was seine Mannschaft dazugelernt hat, ob seine Dollars ordentlich investiert worden sind. Sieht wunderschön aus, diese Choreografie hinter der Westtribüne oder auf der Westtribüne. Da sind auch die Austria-Fans in letzter Zeit ein bisschen dankbarer geworden. Ein Sieg unter Anführungszeichen nur gegen die Admira. Und schon hat die Mannschaft wieder die volle Unterstützung. Ich denke mir noch wichtiger in der Anfangsphase als vielleicht die taktischen Finessen dieser Partie wird wirklich sein, wie vor allem die Rapidler mit dem Druck, mit der Negativstimmung im Club hier klarkommen werden. Notchkom Wagner, die großen Spielmacher. Bei der Wiener Austria, ja, Wiener Fußballschau war schon angesprochen. In der vergangenen Saison sind die beiden ja fast parallel vorne an der Spitze vorweggelaufen in der Max-Bundesliga bis zur 14. Runde. Da kam dann der Einbruch, da kam dann Tirol schon nach vorne. Aber in dieser Saison sieht das deutlich schlechter aus für die Spitzenclubs derzeit in der Bundeshauptstadt. Frank Stronach. Noch mit einem kleinen Lächeln, wenn ich es richtig gesehen habe. Bestens gelaunt. Ja, seine Mannschaft, muss man sagen, geht heute zumindest als kleiner Favorit in dieses Derby. Geht's hier los. Große Spannung vor diesem Duell. Für beide irgendwie verlieren verboten. Der Anschluss dann nach vorne. Ja, bei der Austria wäre schon sehr, sehr groß verloren. Und die Hütteldorfer ohnehin derzeit auch nur auf Rang 5. Rapid hat die Wahl gewonnen, hat sich ausgewählt. Oder Peter Schöttl hat sich dafür entschieden, zuerst sozusagen mit den Nicht-Fans im Rücken oder mit den nur ganz wenigen, die hier sind, bislang hier sind, zu spielen. Toro gegen Zingler. Meyer-Leb.
Also sehr forsch, sehr aggressiv der Beginn bei der Austria. Das war zu aggressiv, zu engagiert. Ladislav Meier gefault von Christian Meierle. Ja, Fußballschau vielleicht auch noch zum dritten. Ganz wichtig natürlich heute auch, wie schlagen sich unsere Nationalteamkandidaten. Christian Meierleb allen voran, seine Derby-Bilanz an sich eindrucksvoll, auch wenn nur 3 Spiele davon gewonnen worden sind. Meierleb, Wohlfahrt und Hieden, die Nationalspieler auf Seiten der Veilchen, und bei Grün-Weiß nur einer mit dabei, nämlich der Jüngste hier, Roman Wallner. Da haben wir ihn. Das Zehner-Duell im Derby. Mit leichten Vorteilen in dieser Szenerie für René Wahl. Baumeister und Ari Hahn durchatmen vor dem Derby. Jetzt ist der Pulsschlag bestimmt schon wieder ein bisschen höher. Schauen wir uns die Aufteilung einmal in der Defensive an. Da sieht man es eigentlich. Hopfer ganz hinten und wir mit einem Blick zu den Fans, die draußen noch warten. Ein bisschen schielt man an der Tribüne vorbei, aber sie bleiben noch draußen. Einwurf für Rapid. Trojanski, das Cut unterm Auge, ein Andenken an den Ellbogen von Ivica Vastić. Sala. Hey. Ein Fehler von Dospel. Ladi Meier, der Ausschuss völlig abgerissen. Trojanski. Kein Abseits. Bisschen Verwirrung da allgemein. Und die Kopfballvorlage von Trojanski zu weit. Eine heiße Frage war natürlich auch, wer kümmert sich um Janoczko auf Seiten der Hütteldorfer? Scheint im Moment Jasic zu sein.
dann von Sala und Wagner da in die Zange genommen. Vorteil. Wolfgang Hopfer war ja angeschlagen einige Zeit, hat sich gegen Sturm verletzt und heute erstmals wieder mit von der Partie. Zingler von hinten gedrückt. Hundertstes Bundesligaspiel für ihn. Davor viele, viele Partien für die Admira. Der Toro, Janoczko. Jasic war einmal nur im Rücken gewesen. Dann auf Abseits entschieden. Ah, der Toro gut gemacht und dann hat auch Janoczko noch seinen Platz gehabt, aber Wagner kommt nicht mehr entscheidend zum Schuss. Ah, und die Entscheidung Richtung Meierleb steht da auch noch im Abseits. Bin ich mir nicht sicher. Seitsentscheidung gegen Tatoro. Na, da wäre er wohl auf und davon gewesen. Beißt hat wieder auf die Zähne Peter Schüttel. Seine Patellasehne angeschlagen, 10 Minuten sind um und die Rapid-Fans scheinen es jetzt doch ziemlich eilig zu haben. Werden natürlich vom Lokalrivalen bzw. dessen Anhänger mit einem gellenden Pfeifkonzert hier empfangen.
viel Vorchecking bei der Austria. Die Laufarbeit. Roman Wallner vorne ist da fast auf sich allein gestellt, aber naja. Schauen wir uns die Szene nochmals an. Im Getümmel der vielen Beine war es schlicht und einfach nicht deutlich zu sehen, aber hat durchaus ein bisschen nach Zange gerochen. Und ein Rapidler da verletzt, René Wagner. Ah, René Wagner. Stimme hier mit dem Herzen. Ja. So wäre an und für sich die perfekte Abstimmung zwischen Fans und Mannschaft. Wir, die Fans, mit der Stimme, ihr, die Mannschaft, mit dem Herzen. Also zumindest ein recht versöhnlich wirkender Schriftzug derzeit auf der Tribüne der Rapid-Fans. Rapid zehnt. Wagner wird immer noch draußen behandelt. Sarac. Ja, dürfte sich da vielleicht ein bisschen die Nase angeschlagen haben. Klares Foul, ganz klares Foul von George Datoro. Da gibt es überhaupt keine Diskussionen. Und der Ansatz war, Sekunden davor zu sehen. Ja. Zwar zu den schnellsten der Liga, Wolfgang Hopfer, aber den Ball kann er nicht erlaufen. Die Austria mit einer klar besseren Startviertelstunde hier in diesem Wiener Derby wirkt spielerisch sicherer. Rapid vornehmlich mit defensiveren Aufgaben beschäftigt, nach vorne noch gar nichts zu sehen. Chancen noch Fehlanzeige. 0:0 im Wiener Derby Austria gegen Rapid. Zahler, links Wallner frei. Muss man vielleicht auch auf die Schuhe schauen, hat ja auch eines dieser Spezialanfertigungsschuhwerke bestellt. Aber ich glaube, das sind noch die alten. Yeah.
viele bewährte Kräfte bei Rapid auf dem Feld von Ernst Dokupil. Wir haben es kurz ausgerechnet, 28,3 Jahre der Altersschnitt. Schöttl, Zingler, Ratajczyk, hinten routinierte Kräfte allesamt. Viel wichtiger als in dieser ersten Halbzeit Vöteldorf Tor zu schießen, vor allem einmal auch Tore verhindern. Foul wieder von Meierle. Vor Bayern Hopfer, gut gemacht, aber die Flanke nur hinters Tor. Gaston Taumens, er damals unter Ari Hahn. Europacup Semifinale gegen Rapid gespielt, 96, das macht er elegant. Man hat eigentlich Zeit, aber auch ihm reißt der Ball da ab. Ecke. Erst in diesem Spiel. Riesenschuss, nachdem es zuvor ein Missverständnis gegeben hat. Schlecht herausgespielt von Schöttl und Pavlovic hält voll drauf. Ah, ein Meter vielleicht daneben. Neunzehnte Spielminute. Erste halbwegs gefährliche Situation in dieser Partie. Janoczko gegen Jasic. Das ist wohl zu viel Platz, den Jasic hier Janoczko gewährt. 2 Meter, da hat der Slowake Zeit zum Passen, zum Überlegen. Gibt es allein schon von der personellen Größensituation her wohl Vorteile für die Rapid-Abwehr. Ja, 14 Spiele dabei für die Austria, den Rest für Rapid. Insgesamt eher magere Ausbeute von Michael Wagner. Taumens. Ja, Ball
Ball war noch nicht draußen, zeigt auch der Schiedsrichterassistent. Der Toro gegen Ratajczyk. Zwei bullige, kräftige Spieler. Die Entscheidung von Schiedsrichter Stuchlik geht absolut in Ordnung. Der Ball lag an Mitakis an die Hand gesprungen. Wagner. Erste Verwarnung in dieser Partie betrifft Sala. Er hat das Sala schon ein bisschen auch von hinten gelegt. Zweimal hinten nachgehakt. Savac, Meierleb. Jetzt hat er Platz. Sich da gut gelöst mit dem Haken und Platz gefunden für den Schuss. Die Austria wirkt quirliger, frischer, auch ideenreicher in der Offensive. Bei Rapid sind die Sturmspitzen ziemlich neutralisiert. Wagner, Wallner, wenig Ballkontakte, ganz im Gegensatz zu ihm, Christian Meierleb. Janoczko gegen Jasic. Ah, ziemlich rüde Attacke, auch Vorteil und jetzt gibt es den Freistoß. Ich glaube zuerst Lagonikakis gegen Janoczko. Bei einem klaren Foul dann Vorteil laufen lassen. Dann erwischt Christian Meierleb. Das war dann zuerst Ratajczyk und dann kommt von Jasic die Sense von der Seite. Sechsmann Mauer bei Rapid. Guter Schuss von Pavlovic, die hätte genau gepasst, aber Ladislav Meier, erstmals muss er hier entscheidend eingreifen, über die Mauer hinweg. Also noch einmal die beste Möglichkeit in dieser Partie, der Freistoß von Pavlovic in der 25. Minute. Ladislav Meier hat da sehr gut aufgepasst. Der Ball hätte genau noch unter die Querlatte gepasst. Alles rollt in Richtung
Ladislav Meyer Tor, spielerische Akzente beim Rekordmeister in diesem Derby bisher noch gar nicht zu sehen. Jetzt vielleicht Wagner. Verliert das Zweikampfduell mit Dospel. Sieben Tore insgesamt schon in den Wiener Derbys erzielt. Aber er braucht wohl noch ein paar Spiele oder zumindest einige Zeit, um eine alte Form anknüpfen zu können. Nach seiner Schwingoperation ist es schon ein Erfolg, dass er wieder von Beginn jetzt auflaufen kann. Da Toro! Ja, 12 Derbys insgesamt, 6-mal ohne Griffen, Gegentreffer nur in den letzten 5 Duellen mit der Wiener Austria war es weniger eine positive Angelegenheit. Für 9 Gegentore in dieser Zeit. Ja, da wird auch zu wenig angeboten. Ratajczyk ratlos auf der Suche nach dem Mitspieler. Freund. Abseits, das hat nur verdächtig ausgesehen. Meyerleb auf. Ich glaube, Sarac und dann noch einmal der Nachschuss von Janoczko und Sarac reklamiert da 11 Meter. Er sei gefault worden im Strafraum. So, wir schauen uns die Szenerie an. Naja, das könnte alles sauber gewesen sein, soweit. Kein Foul an Sarac, der stolpert da, beziehungsweise ihm durch die Beine und dann Janoczko noch mit Einschussmöglichkeit aus Spitzenwinkel und die macht Ladislav Meyer zunichte. 30. Spielminute. Pavlovic. Von Fritz Stuhlik. Ah, unterstreicht deutlich das momentane Kräfteverhältnis hier auf dem Rasen im Horststadion. Der Toro gegen Zingler. Das ist ein Foul von Lagonikakis, der kommt da voll mit den Beinen voraus, daher geschrammt, aber Stuhlik lässt weiterlaufen. Und dann natürlich das Foul hinterher von Michael Wagner. Ja, war noch kurz zu sehen, gestreckten Beinen. War ein Foul von Lagonikakis zuerst. Nächste Rüdi-Attacke. Ja.
Zweikämpfe werden intensiver. Wen wundert's? Kampf ist derzeit das Einzige, was Rapid der Wiener Austria entgegensetzen kann. Spielerisch ein ungleiches Match im Augenblick. Punkto Fouls, aber noch alles pari. Scheinen im Augenblick recht zufrieden, vielleicht nicht, aber zumindest beruhigt und besonnen die Rapid-Fans, auch wenn das noch keine Gala-Vorstellung bislang ihrer Mannschaft ist. Janoczko. Versucht deutlich drüber, bleibt vorerst noch ein Andenken im Rapid-Sektor. Ah, das war ein Foul von Zingler. Was mag wohl bei Ernst Dokupil vorgehen? Pavlovic, jetzt kommt rechts sogar Hieden mit nach vor. Ball draußen und ich glaube, jetzt wird schon gewechselt bei den Hütteldorfern. Ah, Peter Schöttl aus dem Spiel, schon gesagt, die Patellasehne schwer angegriffen, ja, hat schon gewaltig auf die Zähne beißen müssen in San Marino. Jetzt geht nichts mehr. Kapitän aus dem Spiel, Ratajczyk, neuer Kapitän, und für Peter Schöttl kommt Markus Hieden. Also in der 35. Minute erster Wechsel. Beim Rapid-Rekordspieler geht's nicht mehr. Also hat sich auch noch am linken Knöchel wehgetan, höre ich eben Peter Schöttl. Und Ernst Dokupil deutet unten da wohl eine Umstellung. Erster Ballkontakt für Franz Wohlfahrt aus dem Spiel heraus. Ja, bei Janoczko jetzt nicht mehr Jasic, sondern der eingewechselte Markus Hieden. Da haben wir schon die beiden Seite an Seite.
Zum ersten Mal für ihn bei einem großen Wiener Derby dabei. Auch Otto Barinc hat ihn, naja, zumindest auf Abruf nominiert, vorgesehen. Also die wenigen Male, wo es auch für Rapid so etwas wie die Möglichkeit gäbe, schnell nach vorne zu spielen, wird die ganze Sache auch noch ungenau. Und so hat Rapid 8 Minuten vor der Pause noch nicht einen einzigen nennenswerten Torschuss zu verzeichnen. Drei Derbys insgesamt, also ja so etwas wie der Glücksbringer im Team von Ari Hahn. Foul von Freund. Ein bisschen das Bein da oben stehen, aber alles in der Rapid-Hälfte. Trojanski, die Außenverteidiger längst weit mit nach vorne aufgerückt. Der Toro immer noch. Wagner, alles klein, klein, und dann der Ball abgefälscht und mit zu viel Effekt über die Torlinie. Eckball, Abwehrschlacht in Grün-Weiß derzeit im Wiener Derby. Pavlovic. Ja, René Wagner krümmt sich da am Boden mit einem lauten Schrei. So, wir schauen genau hin. Ja, bekommt da zweimal leicht eine auf den Waden geschlagen. Also so schlimm hat es eigentlich nicht ausgesehen. Ist bestimmt nicht fein. Einmal. Und zum zweiten Mal wird Wagner vom Feld getragen. Aber ich denke mir, er wird auch diesmal wohl gleich wieder ins Geschehen eingreifen. Ja.
war unglücklich. Keiner was dafür. Nächste Ecke für die Austria. Wagner schon wieder parat, wird jeden Moment wieder ins Geschehen eingreifen. Saraj. Und Meierlepp, 1:0, hochverdient die Führung in der 43. Minute. Der grün-weiße Davy Schreck hat wieder zugeschlagen. Christian Meierlepp. Herrliche Kombination. Und die führt zur 1:0 Führung. Zuerst Weiß Wagner und dann Saraj und dann klasse gemacht von Christian Meierle. Ladislav Meier da noch leicht irritiert von seinem eigenen Verteidiger. Und Jasic aber über beide hinweg, Christian Meierle mit der absolut verdienten Führung in diesem Spiel für Austria Memphis. Wie wird Rapid auf diesen Rückstand reagieren, nachdem bislang offensiv überhaupt nichts gegeben ist? Die Austria hat sich diese Führung und die Feldvorteile mit viel Laufarbeit erkämpft, mit vielen guten, kleinen Ideen, mit geschickter Raumaufteilung. Bei Rapid das Abwehrverhalten bislang bis zum Gegentreffer okay, nach vorne müssen neue Impulse kommen, nur wer soll sie setzen? Zwei Minuten Nachspielzeit in der ersten Hälfte. Freistoß Andreas Lagonikakis. War nicht deutlich zu sehen, vielleicht war auch ein kleiner Stesser mit dabei von Janoczko. Und diese Position, runder Ball aus gut 3,24 Metern. Ganz sicher von der Szenerie her das gefährlichste bis dato vom Rekordmeister Ratajczyk. Ah, Franz Wohlfahrt. Wichtige Parade aus Sicht der Wiener Austria. Guter Schuss von Ratajczyk an der Mauer vorbei. Aber Wohlfahrt hat aufgepasst. Schuss an der dicht gestaffelten Menschenmauer vorbei, aber schlussendlich dann war kein entscheidend platzierter Schuss mehr möglich.
Die Minen schauen zwar nicht entspannt rein, aber innen drinnen bestimmt deutliche Beruhigung beim Betreuerduo von Austria Memphis. Die Violetten führen nicht nur, sie spielen auch gut. Das war der Pausenpfiff. Großes Wiener Derby, 226. Auflage. 1:0 führt die Wiener Austria gegen Rapid. Seit der 43. Minute Torschütze war Christian Meyerleb. Und damit jetzt gleich hinunter zu Hans Huber. Ja, und bei mir ist der Christian Meyerleb. Hat es schon jemals eine so überlegene Austria in einer ersten Hälfte in einem Derby gegeben? Können Sie sich daran erinnern? Na, ich glaube, jetzt in den letzten Derbys, wo wir daheim gespielt haben, waren wir eigentlich immer überlegen. Aber heute haben wir sie trotzdem nur schwer gemacht, weil wir nicht so richtige Torschau zu kommen sind. Aber es ist wichtig, dass vor der Pause jetzt nur das 1-0 gefallen ist. War dieses Tor von Ihnen, war das ein Kunststoß? Haben Sie den Ball vorbeigespitzelt? Schauen wir es uns an. Ja. Ja, der Sarge geht über die Seite super runter. Und die Frauen, ich bin nur auf die erste Stange und habe nur meinen Spitzel über den Lademeier dann drüber. Anders war er gar nicht mehr gegangen, weil der Winkel schon zu spitz war. Also ein Kunststoß 1:0 für die Austria, das war's hier. Danke vielmals, dass Sie da waren. Und wir melden uns in Kürze gleich wieder in unserem Studio. So, und wir beschäftigen uns wieder mit dem 226. Wiener Derby im Horststadion. Ich begrüße jetzt den Wolfgang Knaller bei mir, heute gesperrter Austria-Torhüter. Wir wollen jetzt ein bisschen diese erste Hälfte analysieren, eine erste Hälfte, die eindeutig an Austria Memphis gegangen ist, obwohl Janoczko ja eigentlich sehr gut gedeckt wurde. Sind Sie nicht dieser Ansicht? Nein, ist nicht so zur Geltung gekommen wie in den letzten Spielen, aber trotzdem haben wir eine sehr gute erste Halbzeit gespielt. Wir haben sehr gut kombiniert und haben einige gute Distanzschüsse gehabt, aber auch durch die eine oder andere Torschance. Und wie gesagt, es war vielleicht auch Elfmeter zum Gegengewissen. Eine so defensive Rapid-Mannschaft hat man auch im Horststadion selten erlebt. Na, ich glaube, die letzten Wochen natürlich schlägt sich das nieder. Man ist ein bisschen verunsichert und natürlich wie man versucht, mit Kampf ins Spiel zu kommen und einfach keine Gegentor kriegen und vielleicht die Überraschung mit einem Tor so wie in Salzburg zu liefern. Aber wie gesagt, wir spielen sehr gut und ich hoffe, das geht weiter. Ich hoffe, so weiter. Schauen wir uns die wichtigsten Szenen an. Die Austria hat eigentlich lange gebraucht, auch bis sie trotz aller Überlegenheit zu Torchancen gekommen ist. Hier eine durch Meyerleb, hat er schön gemacht. Ne? Super, super. Der Meyerleb ist überhaupt jetzt wieder gut in Form. Wie gesagt, also, der hat nicht viel gefehlt. Hätte der Meyer gleich keine Chance gehabt. Er ist ja noch dazu ein Spezialist für Tore im Derby, dieser Christian Meyerleb, seit er bei der Austria ist. Die nächste Szene, die war ein Freistoß von Pavlovic. Und da kann Wolfgang Knaller vielleicht genau sagen, wie gut da der Ladislav Meyer im Tor reagiert hat. Man muss sagen, super Reaktion von Ladislav Meyer. Aber wie gesagt, der Zoran macht das öfter im Training und der bringt ihn öfter dorthin. Und wie gesagt, sehr gut gehalten. Ja. War eine Glanztat des Rapid-Torhüters. Und bei der nächsten Aktion, da haben die Austrianer dann auf Elfmeter reklamiert. Schauen wir uns auch diese Szene an. Einmal mehr Platz. Das war eine super Aktion. Schneller Konter. Na, ich glaube, dass ich bin auf der Höhe gesessen, dass er von hinten reingeschossen und ihm die Füße weggezogen hat. In der Einstellung sieht man es nicht so genau, aber ich hoffe. Vielleicht sieht man es da besser. Meyerleb, ja, Sarac. Er wollte gerade zum Schuss ausholen und der ist ihm hinten auf den Standfuß gerutscht und das hat ihm den Fuß weggezogen, war für mich klar. Also. Ein klarer Elfer, sagt der Wolfgang Knaller, wurde aber nicht gegeben und Janoczko ist dann noch an Torhüter Meyer gescheitert. Schließlich dann doch das 1:0 für die Austria in der 43. Minute. Auch das eine schöne Aktion über die Flanken. Ja, der Meyer wieder super gemacht. Er ist einfach immer am richtigen Platz und das dänische Vermögen hat er auch, dass er so einen Ball verwertet. Und speziell gegen Rapid spielt er immer sehr gut. Hat auch gesagt, es war eine Art Kunststoß, ja, mit dem Spitzel über Meyer. Nein, ist nicht so leicht, der Ball zu nehmen und das kann der Christian. Ja, das Spiel über die Flanken, das ist ja ganz wesentlich, wenn man gegen so eine massierte Abwehr spielt, nicht?
Na, vor allem Saison. Am Anfang haben wir unsere Probleme gehabt, da haben wir eigentlich nur mit Distanzschüssen unser Glück versucht. Aber je länger das Spiel dauert hat, umso mehr sind wir über die Flügel gekommen und wie gesagt, das Tor war nur eine Frage der Zeit. Eine Aktion hat es auch für Rapid gegeben, bei der sich ihr Konkurrent Franz Wohlfahrt auszeichnen konnte, dieser Freistoß von Radajczyk, nicht so auszusetzen. Nein, Konkurrenz, das ist immer gefährlich, von der Distanz, da ist oft immer ein Fuß dazwischen und Gott sei Dank hat er den gehalten. Wir sind zurück hier im Horststadion. In diesem Augenblick kommen die Rapid-Spieler wieder aufs Feld. Ja, ein paar nachdenkliche Gesichter. Das müsste dann wohl die Rapid-Tribüne sein. Vielleicht ist der Ernst Dokubil doch noch was eingefallen. Wallner und Wagner isoliert vorne, kaum Bälle gesehen. Und wenn doch, dann meist schon zwei Gegenspielern konfrontiert. Und das kann natürlich nichts werden. Was hat Ernst Dokubil noch an Offensivkräften, an spielerisch starken Spielern draußen? Naja, Ivancic vielleicht, Brisch, Maletic. Wir werden uns gleich anschauen, ob da gewechselt worden ist schon bei den Hütteldorfern. Ein Wechsel auf alle Fälle bei der Austria, da haben wir ihn. Königshofer für Fernando Trojanski, der sich ein bisschen wehgetan hat. Franz Königshofer also von Beginn an dabei. Trojanski mit einer Oberschenkelverletzung nicht mit dabei. Und Mario Brisch jetzt also bei den Hütteldorfern. Zu Beginn dieser zweiten Spielhälfte. An der Aufgabenverteilung wird sich im Spiel von der Mannschaft von Ari Hahn nicht allzu viel ändern. Und ich glaube, bei Rapid Wagner nicht mehr mit dabei. Ja, den hat sie natürlich vor der Pause zweimal erwischt. Und für ihn spielt jetzt also mit der 23 der Kroate Mario Brisch. Der auch scheint Tor geschossen für die Grün-Weißen gegen Bregenz. Weniger glücklich das Debüt, das war beim 0:3 in Kärnten. So, schlechte Sicht hier im Horststadion. Bevor sich hier der Fußballnebel über oder im Horststadion nicht gelegt hat, geht es nicht weiter. Jetzt schon. Also, Fritz Stuchlik hat Spielhälfte Nummer 2 freigegeben. Die Austria führt durch ein Tor von Christian Meyerleb in der 43. Spielminute mit 1:0. Von Wagner. Den Ball da weiterlaufen und die Riesenmöglichkeit und der Ausgleich. Roman Wallner zum 1:1. Alles blickt zum Schiedsrichterassistenten. Die grün-weißen Fans, sie jubeln. Gerade mal eine Minute gespielt nach Seitenwechsel. Und Roman Wallner besorgt hier den Ausgleich. Vielleicht eine Initialzündung, die Rapid in diesem Derby benötigt hat. Aber wir schauen genau hin. War der Ball vielleicht schon über der Torautlinie von dieser Position aus? Hat alles korrekt ausgesehen und dann in der Verwirrung Wallner völlig frei. Und auch da sieht es gut aus. Alles korrekt.
Daumend auf Wallner, 1:1, 46. Spielminute. Schiedsrichter Stuchlik hat schon die gelbe Karte in der Hand. Lagonikakis, der Übeltäter, gegen Dragan Saric. Zweite gelbe Karte in dieser Partie, die erste für Sala und jetzt also auch für Lagonikakis. Einmal hinten nicht aufgepasst und schon Roman Wallner für entscheidende Entspannung auf der Rapidbank gesorgt. Einmal nicht aufgepasst und so hat sich die Austria vorerst zumindest um die Erfolgsfrüchte von starken 45 Minuten gebracht. Steil in den Lauf von Wagner gedacht. Also an der Zuordnung hat sich nicht allzu viel geändert. Kieden bleibt bei Janoczko und der eingewechselte Mario Prisch markiert die Sturmspitze auf der rechten Seite. Toro hat er gut gemacht. Für Hieden und dann das 2:1. Christian Meierleb, Jubel oder Schmerz. Ja, da müssen ihn sogar die Spieler in Ruhe lassen. Er hat es den Torschützen auch erwischt. Also auf alle Fälle 52. Spielminute, 2:1 für die Wiener Austria. Wir schauen genau hin. Der Toro setzt sich gut durch. Kommt der Pass, ich glaube, von hinten herein. Und da verdreht er sich ganz grauslich. 2:1.
beim Torschuss im Knöchel grausam verdreht von Christian Meyerleb, liegt immer noch hinten draußen. Die Vorlage dann von Martin Hidden. Perfekt gemacht, alles mit letztem Einsatz. Na ja, zeigt an. Das sieht nicht gut aus und wird ganz bestimmt nicht nur Ari Hahn und der Wiener Austria große Sorgen machen, sondern auch unserem Nationalteam. Ja. Geste war klar, es muss gewechselt werden. Damit scheint auch klar, dass es sich hier um eine schwerwiegendere Verletzung bei Christian Meyerleb handelt. Ja, halb gefreute Sache, dieser Treffer aus Sicht von Austria Memphis. Da wird er weggetragen, der zweifache Torschütze in dieser Partie. Christian Meyerleb sieht so aus, als hat es ihn da ganz hässlich erwischt. Knöchel, großer Abgang, Applaus für ihn, während gewechselt wird, verständlicherweise. Linz im Spiel, Roland Linz für Christian Meyerleb. Christian Sprechkörn geht's hinab in den Sanitätsraum im Horststadion. Also sehr ereignisreiche erste 10 Minuten nach Seitenwechsel. Zuerst der Ausgleich durch Roman Wallner und dann zweite Treffer von Christian Meyerleb in der 52. Minute zur 2:1 Führung bei der Austria. Gleichzeitig scheitert der Austria-Torjäger verletzt aus. Nationalspieler. Der nächste krümmt sich am Boden. In diesem Fall Krzysztof Ratajczyk. Flanke von Königshofer kommt gut und gefährlich. Ja, war nicht deutlich zu erkennen, was da Ratajczyk passiert ist. Scheint es da in der Magengegend erwischt zu haben. Vielleicht hat es den Polen auch kurz die Luft genommen. Intensives Spiel im Derby. In puncto Zweikampf schenken sich die beiden Mannschaften gar nichts. Sieht auch etwas benommen aus. Pole, der mittlerweile die Kapitänsbinde ja übernommen hat. Naja, so vielleicht noch nicht von einem anderen Stern, aber es geht aufwärts spielerisch. Der Leistung bei der Wiener Austria keine Frage. Abwehrchef bei den Hütteldorfern wird sich wohl in Kürze wieder aufs Feld begeben.
wenn hier faul entschieden wird, aktuelle Meldung von unten von Christian Meierleb. Eine Bänderverletzung im linken Knöchel. Ob gerissen oder nicht, das wird sich erst im Spital feststellen lassen. Aber so oder so sieht es nicht gut aus für Österreichs Nationalmannschaft mit der Einsatzfähigkeit von Christian Meierleb. Dann Janoczko nach wie vor eigentlich gut unter Kontrolle, aber es ist nur einer von 11 Akteuren. Wallner! Strammer Schuss! Glatt über 20 Meter. Und Franz Wolfhard geht auf Nummer sicher. Erste Ecke in der gesamten Partie für Rapid. Thomas Wallner hat den Fuß zu hoch oben gehabt gegen Franz Königshofer. Beiden kennen sich auch vom U21-Team. Ja, von hinten jetzt nicht klar zu sehen, ob er auch wirklich getroffen worden ist. Vertretbar. Einundsechzigste Spielminute, Jürgen Sahler mit Gelbrot unter die Dusche. Er steigt ihm da auf den Fuß hinauf. Auch Michi Wagner muss da behandelt werden, aber 61 Minuten hier absolviert und die letzte halbe Stunde, damit Rapid nur noch zu zehnt und mit einem Tor hinten. Ja, die kann man geben. Und auch er hält sich da den Knöchel. Jetzt wird es ganz schwer für die Mannen um Ernst Okubil. Die summa summarum über die Stunde gesehen bessere Mannschaft hat jetzt auch noch einen Mann mehr auf dem Feld. Augenblick nicht, weil Wagner noch draußen behandelt wird. Aber jetzt ist er wieder da. Entschieden. Macht seine Aufgabe ausgezeichnet. Markus Hieden gegen Wladimir Janoczko. Und Treten von Eckbällen kann er ihn natürlich nicht hindern.
Zuckerpass von Michael Wagner. Ja, da bedankt er sich. Georges Datoru, herrlich gemacht. Ja, hat natürlich auch die 1-2 Meter Platz, um noch gut an den Schuss zu kommen. Muss er direkt nehmen, nicht einfach, aber hätte eigentlich drin sein müssen. Pluspunkt zeigt sich in der Mannschaft von Arihan auch, wenn Janoczko abmontiert ist. Das ist derzeit der Fall in diesem Spiel heute. Ah, schafft es Michael Wagner doch, deutlich mehr Impulse setzen zu können, als dies in den letzten Partien der Fall war. Seht ihr fort mal, wenn man zwei wirklich gute, ideenreiche Spielgestalter im Kader hat. Rapid kämpft. Jetzt kann man den Grün-Weißen auf gar keinen Fall absprechen. Sarac. Datoru. Ah, über die Flanken. Das Spiel funktioniert jetzt auch gut. Nein, nein. Da war nichts. Stuchlik auch ausgezeichnet gestanden. Unmittelbar dort, wo sich Sarac hat fallen lassen. Wunderbar, die Gurke. Und dann war nicht wirklich was zu sehen. Gut gestanden, Schiedsrichter Fritz Stuchlik in dieser Szene. Aber mit dem Spiel natürlich über die Seiten wird eine numerisch ohnehin geschwächte Mannschaft noch mehr gefährdet. Und das macht die Wiener Austria bisher sehr richtig. Wird da natürlich auch von drei Violetten umzingelt. Das war nicht schön von Zingler. Ah, hat den Ellbogen ein bisschen hoch oben gehabt, aber war wohl auch nicht so schlimm. Geschoben von Michael Wagner an Roman Wallner. Ja, da wird von Freund Handspiel reklamiert. Ja,
Schauen wir uns genau an, der Freistoß von Radajcik dreht sich weit auf die Außenplatte. Und, naja, da wäre eigentlich Dospel mit der Hand dran gewesen. Glück für die Austria, das muss man eindeutig so sehen. Spiel von Dospel im Strafraum nach einem Radajcik-Freistoß hat sehr unnötig ausgesehen, aber es war schlussendlich ein klares Hands. Reklamationen der Rapidler zu Recht. So, was gibt's jetzt? Gelb für Datoro. Ja, so steigt man auch nicht in einen Luftkampf. Das Opfer Ante Jasic. Gespielt, aber Markus sieht natürlich auch hauptsächlich mit Janoczko-Deckung beschäftigt. Da kann er natürlich für die Offensive nicht mehr so viel bringen. Janoczko gegen Hieden. Jetzt ist er vorbei. Janoczko, aber der Abschluss schwach. Aber war fast das erste Mal im gesamten Spiel, dass er sich gegen Hieden da durchsetzen kann. Genauer gesagt, seit der 35. Minute gibt es dieses Duell, als Hieden für den angeschlagenen Peter Schüttel gekommen ist. Kleine Unsicherheit, da Patzer beim Hinausspielen von Franz Wohlfahrt. Pavlovic. Er war zweimal gefährlich vor der Pause, jetzt ist er ein bisschen abgetaucht. Auch Linz, der für Meyerleb gekommen ist, bislang bei Ari Hahn kaum einmal mit einem Ballkontakt.
Sarac heute mit einer starken Vorstellung. Als Königshofer, der Toro. Spielerisch sieht das einfach schlechter aus bei Rapid. Mit einem Mann weniger wird die Rapid-Viertelstunde hinten eingeklatscht bei den Fans. Bemühen ist erkennbar. Das Bemühen auf Seiten der Mannschaft. Bemühen auf Seiten der Fans wieder vielleicht auch ein bisschen Ruhe aufkommen zu lassen, aber die spielerischen Mittel bei Grün-Weiß sind schlicht und einfach derzeit nicht vorhanden. Wallner meist vorne ganz auf sich allein gestellt. Ja, seit der 60., 61. Minute ist es natürlich auch doppelt schwer, seit der Gelb-Rot-Hinausstellung von Jürgen Sahler. Janoczko. Hohe Flanke rein an die Querlatte von Roland Linz. Ja, auch das zählt für einen Stürmer. Da ist er zuerst eine Viertelstunde gar nicht zu sehen und der erste Ballkontakt landet an der Querlatte. Herrlich wieder die Vorlage. Sich gut durchmacht, alles richtig. Einmal Linz. Ja, klappt eben noch nicht gar alles. Roman Wallner. Frisch wälzt sich da am Boden. Zingler und der Toro sind sich da schon ein-, zweimal ein bisschen in die Haare geraten. Roman Wallner kann erst noch allein richten. Ja, in diesem Fall muss er sich mit einem Foul behelfen. Und Franz Wohlfahrt, der große Routinier, mahnt seinen Verteidiger, da gar nicht lange nachzumeckern. Zwölf Minuten noch, Maletic macht sich unten parat, wird wohl in Bälde kommen. Zu unpräzise, zu schlampig. Lagonikakis auf Wallner. Ja,
Wieder Wallner gegen Dospel. Diesmal war es nichts. Alles korrekt. Jetzt geht also der Wechsel vonstatten. Aus dem Spiel Lagonikakis und für ihn kommt Darko Maletic, der junge 20-jährige Bosnier. Spielmacher Typ, den auch der bosnische Teamtrainer schon ins Auge genommen hat. Logisch, die Austria zieht sich jetzt weiter zurück. Rapid rückt weiter auf. Wirft noch einmal alles nach vorne. Ja, wird vielleicht auch die eine oder andere Konterchance für die Austria ermöglichen. Das ist dann einmal Maletic. Also Maletic, die zweite Sturmspitze auf der rechten Seite, versucht dann Prisch ein bisschen von weiter hinten zu kommen. Roman Wallner, schön gemacht. Ah, richtige Entscheidung. Zuerst auf Vorteil entschieden von Fritz Stuchlik und dann bekommt Roman Wallner seinen Freistoß verdientermaßen. Kann sich Königshofer nur noch mit den Händen helfen. Eine schlechte Distanz. Diesmal nur ein Rapidler in der Mauer. Wir haben doch versucht, etwas die Mauer aufzureißen, aber der Schuss bleibt in der Mauer hängen. Linz auf der Toro, schießt sofort! Und Ladislav Meyer. Schuss ein wenig zu schwach ausgefallen. Schöne Vorlage vom jungen Roland Linz. Dann trifft der Toro den Ball nicht hart genug. Gerangel im 5-Meter-Raum, Pavlovic.
So, jetzt gibt's da nicht nur Ermahnungen, sondern auch Verwarnungen. Frisch, glaube ich, gelb bekommen. Ich glaube, er war der Übeltäter schlussendlich, den Schiedsrichter Stuchlik ausgemacht hat. So, und auch Ladislav Meyer treibt jetzt das Spiel nach vorne an. Hinten steht niemand mehr. 5 Minuten und ein bisschen was im 226. Wiener Derby. Im Augenblick Goldtorschütze Christian Meierleb nicht mehr im Stadion. Im Spital wird schon untersucht. Beim 2:1 hat er sich den Knöchel verdreht, wird im Augenblick untersucht. 1-0 Meierleb, 43. Minute, eine Minute nach Seitenwechsel. Gleicht Roman Wallner aus und seit der 52. Minute führt die Austria mit 2:1. Rapid. Seit der 60. mit einem Mann weniger. Gelb-Rot für Jürgen Sahler. Gelb-Rot für Datoru und Rot für Ratajczyk, wenn ich das richtig gesehen habe. Also wir schauen genau hin. Da war nicht wirklich was Entscheidendes zu erkennen. Also wenn ich es richtig gesehen habe, rot für Ratajczyk und dann die gelb-rote für Datoru. Ja, beide können es irgendwie nicht glauben. Ja, und so wird dieses Wiener Derby mit maximal 19 Spielern ein Ende finden. Drakonische Maßnahmen von Fritz Stuhlik in der Schlussphase. Minuten noch. Maletic. Und es gibt noch einmal einen Freistoß. Ein Tor für Rapid. Ja, ein zu gebender Handelfmeter wäre dabei gewesen. Ein Freistoß von Ratajczyk vor der Pause. Das war's an torgefährlicher Herrlichkeit des Rekordmeisters. Jetzt vielleicht noch einmal.
Foul an Maletic. Es bricht die allerletzte Spielminute der regulären Spielzeit an. Die Freistoßdistanz verkürzt sich auf knappe 20 Meter. Rateitschik kann nicht mehr schießen, ist schon am Duschen. Freund, Roman Wallner. Freund in die Mauer. Noch einmal Ecke. Zeit unten angezeigt. Die Abseitsfahne war oben. 4 Minuten noch in diesem Derby. Die Austria führt mit 2:1. Meier. Ja, wird spannend, dramatisch die Schlussphase, die letzten Sekunden in diesem Spiel. So lange Zeit hat die Austria dominiert, mit einem Tor vorne und einem Feldspieler mehr, erst dann umschalten auf ein bisschen mehr Defensivverhalten. Wallner, Hidden. Ich glaube, Zingler war mit vorne. Trifft den Ball da nicht in der 92. Spielminute. Thomas Zingler. War fast die beste Chance aus dem Spiel heraus. Zu steil gespielt für Janoczko. Sekunden noch in dieser Partie. So wie es aussieht, hält die Derby-Bilanz der Austria im Horststadion. Abschluss. Ja, wir können schon fast zusammenfassen. 1-0 Meierleb, 43. Minute. Hochverdient die Pausenführung. Total überlegen die Wiener Austria. Aber mit der ersten Chance gleicht Roman Wallner aus. Das Ganze nur eine Minute nach Seitenwechsel. 2-1, 51 Minuten. Meierleb, zweifacher Torschütze, verletzt sich beim Tor. Kein Abseits. Janoczko und Linz gemeinsam gegen Ladislav Meier. Der Ball war einen Hauch zu weit. Kein Abseits, Janoczko. Dann läuft er in Freund hinein. Es war heute nicht sein Tag. Er war gut aufgehoben bei zuerst Jasic und dann auch bei Hidden.
Wagner ist sehr erfolgreich für ihn in die Bresche gesprungen. Und jetzt sind die 94 Minuten eigentlich zu Ende. Ari Hahn muss sich da zurückhalten. Das ist der Schlusspfiff. Die Wiener Austria verdient Sieger in diesem Derby. 2:1. Zweimal Meierleb auf Seiten der Austria. Wallner, der Torschütze für die Elf von Ernst Dokupil. Drei Ausschlüsse. Ratajczyk und Zahler bei den Hütteldorfern. Dazu die Gelbrote für Datoru. Ein Hanselfer nicht gegeben. Für Rapid ein Kopfball an die Querlatte von Linz. Da war einiges drinnen in dieser Partie. Ja, und die Rapid-Fans benehmen sich vorbildlich, dürften wohl auch zumindest mit der kämpferischen Leistung hier zufrieden sein. Alles Weitere jetzt aber von unten, von Hans Huber. Ja, Jubel bei der Austria, auch die Rapid-Fans haben Applaus gespendet. Schauen wir uns zunächst einmal an, wie sich dieses Resultat in der Tabelle auswirkt. Die Austria hat 3 Punkte dazu bekommen, ist jetzt 7. mit 9 Punkten. Rapid bleibt 5. mit 10 Punkten. Das ist die Situation in der Torschützenliste. Da hat Christian Meierleb gewaltig zugelegt. Mit 2 Treffern ist jetzt an 2. Stelle hinter Ronny Brunmeier, der es auf 10 Treffer gebracht hat. Und bei mir begrüße ich jetzt den Teamchef Otto Baric, der dieses Match hier mitverfolgt hat und dem einer seiner Stürmer ausfällt, nämlich Christian Meierleb. Was sagen Sie dazu? Ja, wir haben sowieso wenig Stürmer, wenig. Wir haben große Probleme in letzter Zeit. Wir haben mehrere Spieler verloren. Und genau ist jetzt Christian Meierleb in eine Form gekommen. Er hat jetzt die letzten 3 Spiele sehr gut gespielt. Natürlich mit ihm haben wir besonders gegen Spanien gebaut Spieler, konnten, weil er ist jetzt in Form gekommen. Leider haben wir ihn verloren. Wer wird statt ihm einberufen? Ja, wir werden noch überlegen. Wahrscheinlich Aga Gindis. Aber das ist natürlich schlimm für uns. Ich spreche nicht wegen Schweiz, aber ich glaube, wie habe gehört, er wird sicher nicht auch gegen Spanien spielen können. Ja, wenn das nicht ist, dann ist das natürlich ein herber Ausfall. Was sagen Sie denn zum Niveau dieses Derbys? Ja, Austria war absolut ganzes Spiel besser. Rapid hat lange Zeit zu wenig für Tor getan, zu viel defensiv gespielt. Und in zweiter Halbzeit dann, wenn waren praktisch verloren, dann haben wir etwas gemacht, haben gezeigt, Leben, aber nie genug für diesen Sieg. Wir